Ja, guten Tag, mein Name ist Helmut Kess, ich bin Hausarzt im Ruhestand und wir machen hier eine Demonstration für Frieden und für und gegen die Unpolitik, die im Moment läuft, der Welt sozusagen, von Trump, von Netanyahu, von aber auch von Merkel. Also die Merkel ist zwar freundlicher, aber sie klemmt sich dahinter. Also von daher, wir machen eine Demonstration sozusagen gegen oder eine Kundgebung gegen diese unmögliche Politik. Und wir gehen da auf einzelne Dinge ein, jeweils die jeder vorhat und die jeder gerne besprechen möchte. Also hier ist ein offenes Mikrofon, wo jeder sich anmelden kann und hier auch dann sprechen kann. Okay, also von daher, wir protestieren gegen die groben Fehler und Verirrungen, die die Menschheit gefährden. Und deswegen sind wir hier. Okay, danke. Vielleicht... Willst du was sagen? Reinhard, willst du was sagen? Kannst du was sagen? Okay. Ja gut, ich wollte vielleicht auch, oder meine Meinung, ich heiße Reinhard Schmidt und ich wollte meine Meinung sagen zu den Geldern, die für Rüstung aufgewendet werden. Ich sehe das, dass die Sowjetunion, dass Russland 60 Millionen aufwendet in der Rüstung und dass auf der EU-Seite 350 Millionen ausgegeben werden und in der USA 660 Milliarden an Rüstungsgeldern ausgegeben werden. Und möchte auch darauf hinweisen, dass in Deutschland, dass es da eine Etaterhöhung gegeben hat pro Jahr ab 2008 von 8 Milliarden. Das sind bis heute 80 Milliarden, die da mehr ausgegeben wurden wie vorher. Und unsere Truppe soll nicht mehr einsatzfähig sein. Ich verstehe nicht, was die mit dem Geld da gemacht haben. Ob die sich goldene Klodeckel eingebaut haben oder was, keine Ahnung. Jedenfalls ist es so, dass es jetzt noch mehr werden soll, dass der Rüstungsetat noch erhöht werden soll. Und dazu kommt dann die nächste Information über Drohnen, die beschafft werden sollen. Erst war einer aus den USA, dieses Schwestermodell von der, die hier schon mal gescheitert ist, die dann nicht eingesetzt wurde, aber jetzt sollen eben auch israelische Drohnen gekauft, oder nee, die sollen gemietet werden. Soll ungefähr 1 Milliarde kosten, die sind aber auch ausrüstbar mit Waffen. Und da denke ich mir, na gut, wer eine Waffe hat, der schafft sich die an, weil er die benutzen will. Und damit kann ich mich nicht anfreunden. Auch damit nicht, dass es jetzt eine Übung gibt, ein Manöver, und zwar wird dort geübt, die Überquerung eines Grenzflusses, und zwar der Memel, die ja schon mal Deutschlands Grenze war. Ja, oder zumindest gibt es da sogar ein Lied davon. Und da frage ich mich, warum üben die nicht an der Weichsel oder an der Oder? Warum muss das die Memel sein, wo sie ein paar Kilometer weiter dann zur russischen Grenze wird? Wie gesagt, das sind alles so Fragen, über die man nachdenken sollte. Schönen Dank. Jetzt brauchen wir natürlich, wir kriegen sozusagen den Lautsprecher gestellt. Oh, ist ja auch schön. Von daher machen wir das gar nicht. Mein Name ist Bernd und ich möchte mal was zur Fußball-Weltmeisterschaft sagen. Jetzt haben wir die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und viele Journalisten lassen keinen Punkt aus, wo sie gegen Russland hetzen können. Nun, warum ist denn Russland eigentlich so eine Bedrohung für uns? Gucken wir uns das mal an. Wer bedroht hier eigentlich wen? Augenblicklich vor kurzem fanden Übungen statt der NATO direkt an der Grenze Russland. 30.000 Soldaten haben an der Grenze Russlands geübt. In Zukunft soll eine Einsatztruppe gegen Russland aufgestellt werden mit zigtausend Soldaten und 300 Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen auf der Ostsee. Umgekehrt, Russland hat sein Militäretat gekürzt
von 2016 auf 2017 um 20% auf 66 Milliarden. Der Militäretat der europäischen NATO-Staaten liegt über 300 Milliarden. Nun vergleichen wir mal. Müssen wir denn überhaupt Angst haben vor Russland? Ich denke nicht. Russland möchte mit uns gute Beziehungen haben. Wir haben kein Interesse an diesen Kriegsspielen. Und gucken wir uns die Boykottmaßnahmen gegen die russische Wirtschaft an. Das hat natürlich große negative Folgen für Russland, aber es hat auch Folgen für die Staaten, die den Boykott selber führen. Dieser Boykott wird zu 40% von Deutschland bezahlt, was die Boykottierenden betrifft. Die USA zahlt die Unkosten nur in der Höhe von 0,5%, einen halben Prozent. Das heißt, der Großteil dieser Boykottmaßnahmen seitens des Westens werden von Deutschland gezahlt. Was hat unsere Regierung geritten, da mitzumachen? Also vielleicht spreche ich mal jetzt etwas zu Antisemitismus. Der Antisemitismus ist ein Schlagwort, ist ein Kampfbegriff, der heutzutage sehr gerne verwendet wird in Deutschland und in Israel gegen Leute, die sich für Palästina, für palästinensische Probleme einsetzen. Und von daher, aber nun dieser Kampfbegriff, also Antisemitismus gibt es natürlich, das sind Leute, die etwas gegen Juden haben, weil sie Juden sind. Aber der Antisemitismus, der da gebraucht wird, der wird auch gebraucht. Es wird auch behauptet, dass die Nirit Sommerfeld Antisemitin sei. Die Nirit Sommerfeld ist aber die Tochter von und die Tochter und die Enkelin von Holocaust-Überlebenden. Also von daher ist es eine Jüdin, sie ist eine kampfkräftige, gute Jüdin, und sie hat den Nachteil, dass sie sozusagen sich für die Palästinenser einsetzt, und das wird nicht gerne gesehen. Also, und deswegen werden ihr Auftritte verboten, deswegen werden Reden von ihr verboten in Berlin zum Beispiel oder in München oder so. Und das ist eine große Schweinerei. Also von daher, und das andere, ja, das ist also ein Fall, wo es sehr krass ist. Aber noch krasser ist es vielleicht bei der Evelyn Schmidt, Evelyn Galinski, Schecht Galinski. Das ist die Tochter von dem Galinski, dem Zentralratsvorsitzenden der Juden. Der war Zentralratsvorsitzender, der hatte eine ganz andere Einstellung. Der hatte gesagt, ich habe Auschwitz nicht überlebt, jetzt einen anderen, zu einem anderen Unrecht zu schweigen. Sehr gut, ja. Und das ist... Weil sie sich nicht wehren können, weil sie keine Verfassung haben, weil sie nicht taugen. Okay. Gut, also ich bin jetzt gerade bei Hecht Galinski. Hecht Galinski ist eine Kämpferin, die also sehr klar sagt, was sie denkt. Also sie hat eine Seite vom hochblauen.de, wo sie sehr deutlich sagt, worum es geht, und sie beschwert sich über alle möglichen Dinge, die halt falsch laufen. Und von daher, ich würde sehr empfehlen, mal auf ihre Homepage zu gehen und sich das anzugucken. Das ist schlimm, dass die deutsche Kommunalpolitiker und in der deutschen Politik sozusagen in der Stimmung ist die Sache eben sozusagen die 70 Jahre Israel zum Beispiel wurde hoch gefeiert, aber es bedeutet ja für die Palästinenser, dass es die Nakba ist, dass sie dann vertrieben worden sind. Also von daher, das ist eigentlich keine so hochfeiermäßige Sache, sondern man muss sagen, einerseits ist es gut, dass es Israel gibt, dass es die Heimstätte für die Juden gibt. Andererseits wäre es eben, wie Uri Avneri zum Beispiel sagte, schon lange der Fall, dass eben die Juden, nachdem sie den Hauptkrieg gewonnen hatten, hätten sie den Frieden suchen sollen. Und der Frieden ist ihnen mehrfach angeboten worden und so weiter. Und sie haben ja auch jetzt immer noch die gute Möglichkeit zu Frieden. Sie haben den Frieden aus der Stärke heraus, den sie gut jetzt machen können. Und leider tun sie es im Moment nicht. Also von daher, gut. Also okay, das war zum Antisemitismus.
Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Braunschweig. Mein Name ist Brigitte Konstein-Gülde und wir stehen heute hier, weil wir uns für den Frieden einsetzen wollen. Und ich habe gerade eben Flyer verteilt, die darauf hinweisen, und ich spreche jeden an und sage, darf ich Ihnen etwas für den Frieden geben? Und ich bin immer ganz erstaunt, wie viele Menschen Nein sagen. Also wenn ich so einen Flyer in die Hand gedrückt bekomme, kann ich gut verstehen, dass viele Nein sagen. Weil wir werden ja überflutet mit Informationen. Aber wenn ich Frieden höre und dann Nein sage, dann erstaunt mich das doch sehr. Heute ist kein Hiroshima-Wetter, aber immerhin die Sonne scheint. Wir shoppen hier in Ruhe, gehen spazieren, unterhalten uns, trinken Kaffee und so weiter. Das können wir nur, weil wir Frieden haben. Und wir wollen diesen Frieden erhalten, denn es kriselt in der Welt überall. Ganz schlimm ist es in Syrien, in Israel. Mir fallen natürlich jetzt nicht alle Kriege ein. Eben wurde gesagt, es wird ein Krieg mit Russland vorbereitet. Wir müssen mit all diesen Dingen rechnen, weil es gibt genügend Atombomben in Bücherlagern, 20 von ihnen. Die werden modernisiert, dafür werden ungeheuer viele Gelder ausgegeben, die wir hier für unser normales Leben gebrauchen könnten. Für Schulen, für Renten, für Pflege und für das Theater, das auch subventioniert werden muss. Ja, das sind so unsere Schwierigkeiten und wir nehmen das so hin. Wir gehen hier durch die Gegend, als sei das alles selbstverständlich und würde so bleiben. Es ist nicht selbstverständlich und wir müssen aufpassen, dass es so bleibt. Deshalb sind wir hier. Und jeder von Ihnen kann hier ans Mikrofon kommen und seine Meinung dazu sagen und uns unterstützen. Und ganz entsetzt bin ich über die Scharen von Menschen, die hier mit gesenktem Kopf und ihren Handys durch die Gegend gehen. Also so ein Handy ist ja nützlich, habe auch eins, aber es ist auch nervig. Und ich frage mich, wenn ich durch die Stadt gehe, muss ich das wirklich benutzen. Ich merke das, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Die Leute mit den Handys, die gucken nicht rechts und nicht links und laufen mir glatt ins Rad. Es könnte tödlich sein für beide. Ja, aber zurück zum Frieden. Wir möchten verhindern, dass weiterhin Atomwaffen angeschafft werden. Denn wenn diese angeschafft werden, will man sie auch verbrauchen. Man muss sie verbrauchen, denn die Rüstungsindustrie will ja weiter existieren und dazu müssen sie neue schaffen. Das ist so, wenn wir hier einkaufen. Wir sollen möglichst viel Klamotten kaufen, damit die Textilindustrie neue Dinge produzieren kann. So, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Ich bin damit sehr vorsichtig und kaufe nicht dauernd etwas Neues. Wir beuten damit unsere Erde aus. Wir haben nur eine Erde und wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, umsichtig umgehen. Und es muss nicht alles nach dem letzten Schrei sein. Und vor allen Dingen, wenn ich dann so Billigware produziere, sehe ich hier gerade vor mir. Alles in einem Design, in 25 Größen. Und dann gehen wir alle hier irgendwann in Einheitskleidung um. Ja, das war's von mir. Ich freue mich, wenn jemand nach mir reden kann. Im Übrigen ist heute wieder Heidi Janicki hier, die fleißig und noch eine Unterstützerin, die fleißig Unterschriften sammelt. Das ist der geringste Beitrag, den ich für den Frieden leisten kann, indem ich eine Unterschrift leiste und sage, hier Leute, wir wollen das nicht. Wir sind dagegen. Wir wollen hier weiterhin durch die Stadt gehen, ohne Angst haben zu müssen. Also bitte ich Sie, gehen Sie zu Heide, das ist
Und dann Isolde fällt mir gerade ein. Das sind die beiden, die ein Plakat um den Hals hängen haben. Dort können sie unterschreiben. Ja, das war's, was mir jetzt im Moment einfällt. Ach so, nochmal herzlichen Dank an Peter Rosenbaum, der uns hier Asyl gewährt, dessen Mikrofon wir benutzen dürfen. Das ist sehr nett und dafür herzlichen Dank. So, wenn ich jetzt einen Nachfolger hätte, wäre das sehr schön. Ja, bitte. So, ich bin ja gerade angesprochen worden, kein Problem. Also wir sind ja als Bürgerinitiativen hier ein Netzwerk und geben gerne die Möglichkeit weiter, sich hier auch darzustellen und zu äußern. Ich nehme jetzt mal die Gelegenheit, bevor die anderen nochmal überlegen, was sie zu Krieg und Frieden noch beizutragen haben, und teile Ihnen mal mit, was sonst noch so in der Stadt los ist. Wir haben verschiedene Themen. Das Hauptthema haben Sie mitbekommen, das ist die Frage Baumabholzerei in der Jasperallee. Das konnte von der Bürgerinitiative Baumschutz durch viele Unterschriften und durch viel Aufklärung nun so geregelt werden, dass die Gremien, das heißt der Rat der Stadt und Stadtbezirksrat, sich damit nochmal beschäftigen wollen. Die Anregung der Bürgerinnen und Bürger wurde aufgegriffen, dass das nichts mit Denkmalschutz zu tun hat, dort die Bäume alle abzuhacken. Es ist auch so, dass beim letzten Sturm da kein Baum umgefallen ist. Das heißt, die Frage der Gefährdung, die immer in den Vordergrund gestellt wird, die gibt es ganz einfach nicht. Es hat dort keinen Schaden gegeben im letzten Sturm, sondern es geht letztlich nur um eine sozusagen Identität, die hier von der Gruppe um Herrn Borek und seinem Stadtplaner Ackers aufgemacht wird, um ein herzogliches Braunschweig wieder zu erreichen, so wie es 1936 auch schon mal wieder probiert worden ist. Das Thema, was ich Ihnen aber hier nahebringen möchte, ist eigentlich die Frage der verpassten Rekommunalisierung. Sie wissen ja vielleicht, dass die Daseinsvorsorge in Braunschweig privatisiert worden ist seit der Jahrtausendwende, seit 2002. In Richtung nicht nur Abwasser, sondern auch Stadtwerke und Stadtreinigung, Abfallbetriebe. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, beides zu richten und beides umzukehren, indem man die ALBA-Verträge zum Beispiel nicht mehr verlängert hätte. Das ist leider im Rat durch die Parteien nicht gemacht worden, sondern sie haben letztlich für die Verlängerung der Verträge gestimmt. Jetzt haben wir 5 Jahre vor uns und können in 5 Jahren eventuell dann doch kündigen, denn ALBA macht ein dickes, großes Geschäft draus. Das, was früher bei der Stadtreinigung mit in den Gebühren drin war, zahlt jetzt die Stadt noch extra, zum Beispiel Weihnachtsbaumabholung oder Sperrmüll. Das ist Ihnen vielleicht alles geläufig, die Stadt zahlt dann nochmal zusätzlich. Aber auch vor allen Dingen Veolia, die hier die Energieversorgung hat, wurde jetzt insofern, dass die Anteile, die Veolia jetzt abgibt, wurden nicht von der Stadt übernommen, sondern es kommt ein weiterer privater Partner hier nach Braunschweig. Die Stadt hat sich sehr stark ins Zeug gelegt, das heißt die Verwaltung, damit hier Tüger, ein Konzern aus Süddeutschland, hier nach Braunschweig kommt. Da hat die Stadt letztlich nichts dafür. Eine Chance der Rekommunalisierung wurde vertan. Das ist schade. Die Privaten freuen sich. Veolia hat, seit sie hier sind, seit 2002, rund 700 Millionen Euro aus Braunschweig steuerfrei herausgezogen und nach Paris überwiesen. 700 Millionen. Da fragt man sich, wie kann denn das sein? Die haben doch nur 440 Millionen seinerzeit für die Anteile übernommen. Das ist richtig. Man hat die Gewinne steuerfrei, wie gesagt, die Stadt Braunschweig hat mitgeholfen, dass Veolia hier keine Steuern zahlen muss auf diese Gewinne, konnte die ganze Zeit die Gewinne transferieren und jetzt auch noch den Verkauf von ein Viertel der Anteile auch noch mal zum dreistelligen Millionenbetrag, sodass wir insgesamt auf 700 Millionen kommen. Hat aber trotzdem auch noch die Mehrheit hier in Braunschweig bei BS Energy. Gut, wer da Näheres wissen will, hier am Informationsstand heute ganz frisch und weitere Dokumente hier erhältlich. So, jetzt haben sich die anderen gesammelt und es geht weiter in der Kundgebung zur Frage Krieg, Weltkrieg, hoffentlich nicht, aber Krieg und Frieden vor allen Dingen. Wer möchte?
Ja, dann sage ich da noch mal ganz kurz was dazu. Wir haben hier eine Vorlage, Dialog statt Eskalation ist hier am Informationsstand zu haben. Es gibt durchaus in den Parteien, auch in den normalen, ganz einfach den großen Parteien, ob von CSU bis hin zu den Grünen, auch vernünftige Leute. 5 Politiker und Politikerinnen aus 5 Parteien haben hier einen Appell unterschrieben. Dialog statt Eskalation. Hören wir auf mit dem Waffengeklirre, hören wir auf mit den Bedrohungen und den Bedrohungsszenarien und Manövern, die an Grenzen abgehalten werden, und beginnen wir den Dialog. Dazu gehört sicherlich auch Russland. Es war ja schon erstaunlich, dass der Trump sich sogar mit Kim Jong-un aus Nordkorea zusammensetzen konnte. Wenn das möglich ist, was nicht so selbstverständlich war, wo auch keiner so unbedingt erwartet hat, dann müsste es doch wohl möglich sein, auch hier in Europa sich zusammenzusetzen und sich zu verständigen. Vielleicht anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft, die wir nun haben, die läuft hier nun scheinbar doch ganz gut. Vielleicht hat man da auch die Möglichkeit, sich etwas näher zu kommen. So, in der Richtung kann es jetzt weitergehen, und ich sehe schon den nächsten Redner. Bitte schön. Ja, hier ist der Reinhard Schmidt nochmal. Und zwar habe ich auch ein paar Gedanken dazu. Es wird ja immer gesagt, in Russland, da gibt es viele Oligarchen. Oligarchen gibt es dort, und die reißen die ganze Wirtschaft an sich. Dann gibt es noch ein paar in der Ukraine, und dann hört man eigentlich weiter nichts davon. Es gibt aber auch viel mehr. Es gibt auch Oligarchen in Deutschland, und es gibt auch in Amerika und in der kapitalistischen Welt sowieso. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass im Moment 6 Personen so viel Kapital haben, so viel Geld haben, wie 3,5 Milliarden. Und die tun auch viel dafür, dass es so bleibt. Und dass so eine Kriegsfarberei auch gefährlich werden kann, ist klar, das sehen wir ja täglich. Und wenn man sich die Landkarte mal anguckt, man braucht hier bloß mal drauf schauen, und dann kann man überall da einen Kringel machen, wo die Amerikaner eine Militärbasis haben und was sie da machen, und dann kann man sich das auch mal für Russland vornehmen, und da wird man sehen, da macht man 2 oder noch ein paar Punkte, vielleicht aus der ehemaligen Sowjetunion-Zeit, wo noch ein paar kleinere Punkte mit ein paar Mann besetzt sind, aber das war's dann auch. Und da kann man dann sehen, dran, wie aggressiv eigentlich ein Land vorgehen will. Das eine ist nur um seine Grenzen bemüht, dass die gesichert sind. Und das andere hat in der ganzen Welt irgendwelche Stützpunkte, von denen es auch sofort zugreifen kann. Auf Regierungen, die dann nicht so wollen wie die Amerikaner selber. Danke. Ich wollte noch mal etwas sagen zu Deutschland. Deutschland ist ja sozusagen ein friedliches, harmloses, nettes Land, wo eine friedliche Kanzlerin regiert. Aber das ist leider nicht so ganz die Wahrheit. Denn wir schlagen uns auf die Seite von der Amerika, von den USA, die leider das Völkerrecht brechen. Und wir brechen es mit ihnen. Wir brechen es ganz unauffällig. Wir stellen Flugzeuge für den Syrienkrieg. Aber der Syrienkrieg ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Also von daher ist das eine schlimme Sache, dass wir da mitmachen. Das ist der Norman Tech, der Norman Völkerkundler hat das gesagt, der Völkerrechtler. Und von daher ist das schon mal eine. Und die andere Geschichte, die wir mitmachen, ist eben auch, wir machen den Drohnenkrieg mit. Der Drohnenkrieg wird überwiegend von Deutschland ausgeführt. Er wird über amerikanische Basen geführt, über Rammstein, aber das läuft über Deutschland. Also von daher ist das eine große Schweinerei. Die Deutschen behaupten, sie wüssten von nichts. Sie wissen natürlich alles. Es ist also, haben dann natürlich ihre Leute, ihre Geheimdienstler und ihre Mitarbeiter sozusagen drin. Sie wissen natürlich alles.
Ja, Sie wissen, dass diese Tausende von Toten, die illegal, die völkerrechtswidrig gemordet werden, die gehen eben auch auf, die gehen damit auch auf deutsches Konto. Und das ist also, das ist auch eine Schweinerei. Und die dritte Geschichte ist zum Beispiel, oder ein dritter Punkt ist Büchel. In Büchel, da lagern amerikanische Atombomben, die von deutschen Piloten geübt werden, in irgendwelche Ziele zu tragen, nach Russland oder so. Und das ist auch eine große Schweinerei. Und das war beim 2+4 und 2+1 Vertrag oder wie 2+4 oder was weiß ich, wie heißt dieser Vertrag jedenfalls. Da war seinerzeit gesagt worden, dass Deutschland mit Atomwaffen überhaupt nichts mehr zu tun haben würde. Jetzt üben wir aber, die Atomwaffen ins Ziel zu tragen. Also von daher ist das eine schlimme Sache. Und da gibt es einen deutschen Bundestagsbeschluss, also das Parlament hat einhellig 100% sozusagen oder jedenfalls 97%, also mit weit überwiegender Mehrheit, mit Mehrheiten in allen Parteien, hat es beschlossen, dass die Atomwaffen aus Büchel wegkommen. Ja, das war seinerzeit, als die FDP mit in die Regierung kam, Westerwelle, da war das, sonst wirtschaftlich war das nicht so unser Highlight, aber friedenspolitisch haben sie es gut gemacht. Zum Beispiel, der Westerwelle ist ja sehr dafür geschlagen worden, dass er den Libyen-Krieg nicht mitgemacht hat. Aber der Libyen-Krieg war eine Schweinerei und dort ist jetzt ein wahnsinniges Chaos. Also von daher ist das eine Geschichte, dass wir... Okay, das ist das zu Büchel. Und der vierte Punkt, den ich seinerzeit hatte, den ich aber jetzt immer noch mal gesagt habe, das ist diese Spähangriffe, dass die ganzen Deutschen werden, also es wird ja jede E-Mail, jedes Telefonat wird ja mitgeschnitten. Das wird sozusagen, das ist ja alles Massenspähgeschichte, die läuft. Die war vor 3-4 Jahren, war das mal ein großes Thema. Im Moment läuft es leise, aber es läuft immer noch anscheinend. Ich habe mal das bei Google eingegeben und da scheint immer noch was zu laufen. Also von daher, es ist nur in der Aufmerksamkeit zurückgegangen. Also von daher, Deutschland ist zwar freundlich und nett an der Oberfläche, aber in Wirklichkeit verhält es sich leider nicht so freundlich und nett. Und da müssen wir eigentlich die Politik korrigieren und wir müssen unsere Abgeordneten korrigieren. Und das heißt, wir müssen gucken, welche Abgeordneten dafür sind und welche dagegen sind. Und wir müssen dann dafür sorgen, dass die Abgeordneten gewählt werden, die halt gegen solche Sachen sind und die für eine friedliche Entwicklung von Deutschland sind. Okay. Ja, wir hören jede Kleinigkeit, die Russland falsch macht, übertrieben oder erfunden. Was wir nicht hören, ist zum Beispiel, dass der Nordosten Syriens von amerikanischen Truppen besetzt ist, dass sie dort die Ölfelder Syriens besetzt haben. Wo lesen wir das in unseren Zeitungen? Wo hören wir das in unseren Fernsehnachrichten? Wir hatten vor ein paar Jahren einen Krieg der NATO gegen Libyen. Völkerrechtswidrig, das Land wurde in Grund und Boden gebombt, von Frankreich und USA führendermaßen. Nichts mehr hören wir davon. Wir hören aber immerzu wieder Krim, Krim, Krim. Was ist bei der Krim passiert? Die Krim war mal ursprünglich hunderte Jahre lang russisches Gebiet. Innerhalb der Sowjetunion wurde die Krim der Ukraine zugeschlagen. Und nachdem vor ein paar Jahren die USA einen Putsch in der Ukraine organisiert hat, mit Hilfe der Faschisten, wollten die Gebiete mit russischer Bevölkerung, mit stark russischer Bevölkerung nicht mehr dazugehören. Und andererseits wollte Russland die Stützpunkte in der Krim nicht verlieren. Sie haben die Krim annektiert. Ist völkerrechtswidrig, aber einen Tag später hat die Bevölkerung mit über 90% zugestimmt, zu Russland zu gehören. Kein Toter, keine Verletzten. Ganz anders als in Libyen, wo gar nicht mehr drüber geredet wird. Wo viele Menschen gestorben sind, ein Land, was heute im Chaos sitzt. Okay, ja. Wer möchte? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich höre hier im Hintergrund so schöne Musik und wir stehen hier, weil wir uns für den Frieden einsetzen. Dass diese Musik hier möglich ist, ist nur in friedlichen Zeiten angesagt. Und ich habe jetzt inzwischen mal wieder ein gelbes Schild um. Einige wissen das schon.
dass ich da manchmal mit rumlaufe. Das ist eigentlich mein Ausweis, um Zutritt zum Theater, also zu den Nebenräumen zu bekommen. Dort läuft nämlich ein Projekt, ein Tanzprojekt für Laien zweimal im Jahr. Tanzwärts heißt das. Und dort kann man dann nach solcher Musik, wie wir sie da hören, oder natürlich auch nach anderer, tanzen. Laien von 8 bis 80, die Spaß daran haben, sich zu bewegen. Sie brauchen keine Vorkenntnisse. Das ist ein Projekt für die Bürger, um ihnen Spaß zu machen, Freude am Leben zu verschaffen. Und so ein Projekt kostet Geld, viel Geld. Nur dafür ist kein Geld da. Aber für Atomwaffen, um neue zu schaffen, um alte zu modernisieren. Und an den Renten wird geknapst, an der Pflegeversicherung. Gestern habe ich in der Zeitung gelesen. Und die, die jetzt im Altenheim liegen, die gepflegt werden müssen, die Deutschland mit aufgebaut haben, für die ist kein Geld da. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie Spaß haben wollen, bewerben Sie sich für dieses Tanzprojekt, wie gesagt, von 8 bis 80, läuft zweimal im Jahr, melden sich im Staatstheater bei Julia Hohner und der Chefchoreograf Gregor Zöllig unterstützt das Ganze, leitet das Ganze und es macht sehr viel Spaß und wenn man nicht mehr alles kann, dann fällt Ihnen schon etwas ein, was man dann mitmachen kann. Ich kann in diesem Jahr auch nicht alles mittanzen, weil meine Knochen eben nicht mehr 20 sind. Ja, übernächste Woche am 26. und 27. können Sie im Großen Haus um 19 Uhr sich diese Stücke ansehen. Da können Sie Freude haben. Sie können auch mal gucken. Vielleicht ist auch Ihr Interesse geweckt, sich da mal daran zu beteiligen. Das sind Dinge, die wir hier unterstützen. Deswegen stehen wir hier, damit solche Projekte möglich sind und weiterhin verfolgt werden können und nicht, damit wir in irgendwelchen Kellern hausen. Das heißt, beim nächsten Krieg, wenn Atombomben eingesetzt werden, nützt uns auch kein Keller mehr etwas. Dann sind wir einfach nicht mehr da. Und ich denke, alle, die Sie hier gehen, vor allem die mit Ihren Handys, Sie haben ja sicherlich noch weiterhin Interesse daran, ja, weiter daran mitzuspielen. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, aber muss ich ja auch nicht. Ich muss ja nicht für alles Verständnis haben. Ja, und hier kommt eine Mittänzerin, die im vorigen Jahr gemeinsam mit mir am Theater getanzt hat. Und die kann Ihnen, wenn sie Lust hat, sicher bestätigen, wie viel Spaß das macht. Ist auch anstrengend. Also geschenkt wird uns nichts. Wir müssen schon auch üben und noch was tun. Ja, das war es erstmal von mir. Darauf wollte ich hinweisen, dass es derartiges gibt. Wer also wirklich was für sich tun möchte und Interesse hat, der hat die Möglichkeit dazu. Dankeschön fürs Zuhören. Okay, wir haben jetzt, heute ist es auch ein bisschen enger, aber es ist auch ein lauteres Mikrofon. Also schön, der Lautsprecher ist sehr gut, von daher finde ich es toll. Und wir möchten uns bedanken für die Aufmerksamkeit und wir möchten uns wieder ankündigen. Dieses Mal, bis zum nächsten Mal möchten wir uns wieder verabschieden. Nächsten Samstag um 11 Uhr wieder auf dem Kohlmarkt. Diesmal sind wir nicht genau auf dem Kohlmarkt, sondern ein bisschen wieder in der Poststraße reingerutscht. Aber das ist eben immer dann, wenn andere Leute sozusagen, wenn wichtigere Herren sozusagen und Damen American Street Food. Ah, okay, jedenfalls. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und das war's. Danke, tschüss.